Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch. Und mit deinem Geist. Mit sehr festlichen Klängen sind wir heute Morgen hier in diese Kirche eingezogen. Das ist richtig und das ist gut so, denn wir begehen ein großes Fest, möchte sagen ein Fest, wie es eigentlich diese Kirche noch nie erlebt hat. Am vergangenen Dienstag haben wir den 500. Weihetag dieser unserer Kirche, St. Maria Himmelfahrt, in einem festlichen Gottesdienst gefeiert. Mit dem heutigen Tag soll dieses Fest weitergehen und es soll eine ganze Woche andauern. In einer Festoktav wollen wir uns unserer Gemeinde erinnern, unserer Vorfahren erinnern, die diese Kirche gebaut, unterstützt und am Leben gehalten haben. Dieser Tag heute soll nun die Einstimmung sein auf diese Woche, die nun vor uns liegt und die dann am nächsten Sonntag mit dem Patronatsfest unserer Kirche, mit der äußeren Feier des Hochfestes der Aufnahme Mariens in den Himmel, was ja in der Kirmes weitergeht, ausklingt. So wollen wir Gott loben, Gott danken für all die Jahre, wo er hier in unserer Gemeinde und in unserer Kirche gegenwärtig ist. Wir wollen ihm aber auch unser Versagen, unsere Schuld eingestehen, da wo wir zu wenig als seine Gemeinde, als Glieder seiner Kirche gelebt haben. Ich bekenne Gott dem Allmächtigen und allen Brüdern und Schwestern, dass ich Gutes unterlasse, Böses getan habe. Ich habe gesündigt in Gedanken, Worten und Werken durch meine Schuld, durch meine Schuld, durch meine große Schuld. Darum bitte ich die selige Jungfrau Maria, alle Engel und Heiligen, euch Brüder und Schwestern, für mich zu beten bei Gott, unserem Herrn. Der allmächtige Gott erbarme sich unser, er lasse uns unsere Sünden nach und führe uns zum ewigen Leben. Amen. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Thank you.
beten wir am heutigen Festtag unter Nummer 28, Abschnitt 6. Thank you.
Wir haben einiges auch in diesem Jubiläumsjahr schon erreicht. Wir haben zum Beispiel durch die vielen Spenden, die von Ihnen eingegangen sind, eine neue Lautsprecheranlage in der Gemeinde, in der Kirche installiert. Einige Wochen lang war es provisorisch, jetzt seit der vergangenen Woche ist sie auch richtig fest installiert. Und ich habe auch schon viele positive Rückmeldungen bekommen, dass die auch besser ist als die alte, die überaltete Anlage gewesen ist. Ein zweites ist, wir haben mittlerweile auch einen neuen Altar unten in der Krypta, wo wir ja schon seit einiger Zeit werktags unsere Gottesdienste feiern. Und zwar hat der Kirchenvorstand vor einiger Zeit beschlossen, aus der alten Kommunionbank, die früher hier in der Kirche hier vorne gestanden hat, den Altar herrichten zu lassen. Und ich denke, jeder ist herzlich eingeladen, sich den mal anzuschauen, wenn da unten die nächste Heilige Messe stattfinden wird, werden wir diesen Altar auch innerhalb der Gottesdienstgemeinde einweihen. Es lohnt sich wirklich, da mal hinzugehen. Ich denke, alle, die ihn schon gesehen haben, sind auch positiv darüber und finden es gut, dass so auch ein Stück dieser alten Kirche nicht verloren geht, sondern in einer anderen Funktion weiter in dieser Kirche bestehen bleibt. Ein herzliches Dankeschön und ja, unsere Musik wird endlich bald gesagt. Den Bläsern danke und eben allen, die diese Gottesdienste in der Vergangenheit auch gut gestaltet haben. Applaus heißt eigentlich, wir sind so froh, dass wir nochmal hier richtige Blasmusik, natürlich auch Schlagzeugklänge in unserer Kirche haben. Und es ist zu schade, dass im Blankenheim sowas nicht mehr existiert. Aber viele Blankenheimer sind ja dabei. Ich fände es auch zu schade, wenn das nach so einem Jubiläumsjahr alles wieder versinkt. Vielleicht haben sie ja die Motivation und so Freude, auch weiter so etwas zu machen. Ich bin selber lange genug im Musikverein gewesen. Ich weiß, dass es auch immer schön ist, Auftritte zu haben und zu merken, dass es gut ankommt, so wie jetzt der Applaus uns auch gezeigt hat. Und das ist eine Freude für einen Musiker, aber auch ein Anreiz, ein bisschen weiterzumachen. Für die Zukunft unserer Gemeinde, für unser aller Zukunft, bitten wir nun auch Gott um seinen Segen und um seinen Beistand. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Den Reichtum seines Segens schenke euch der Herr des Himmels und der Erde, der uns versammelt hat zum Weihefest dieses heiligen Hauses. Amen. Er hat Christus zum Eckstein seiner Kirche gemacht und füge euch darin ein als lebendige Steine. Amen. Der Heilige Geist wohne in euren Herzen und mache sie zum Tempel Gottes, damit ihr einst wohnen dürft im himmlischen Jerusalem. Amen. Das gewähre euch der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gehet hin in Frieden. Dank sei Gott dem Herrn. Thank you.
Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Geht hin in Frieden. Amen. Wir singen zum Schlusslied 639. 639. Ich denke, es lohnt sich auch nach dem Schlusslied noch einen Augenblick in der Kirche zu bleiben.